Hallo und herzlich willkommen. Heute, ich bin eigentlich noch mitten im Projekt von meinem Regal, das steht jetzt da drüben. Da muss ich noch schauen, wie ich es befestige. Ich habe schon ein paar Eingebungen bekommen, aber das ist ein anderes Video. So, heute ist was Tolles angekommen. Mittlerweile habe ich auch Licht und ein Stativ, auf dem ich stehe gerade. Und jetzt habe ich hier ein Päckchen bekommen. Und zwar kommt das von Edelkrone. Ja. Dem Hersteller für Zeug, Equipment für Filmografie, Videografie. Und das machen wir jetzt mal auf. Mal, was da drin ist. So. Und so. So. Da ist es, das Paket. So, aber den Kladderadatsch brauchen wir nicht. So, jetzt packen wir es aus. Was haben wir hier im ersten Karton überhaupt drin? Keine Ahnung. Steht schick Edelkrone drauf. Mal schauen, was drin ist. Da habe ich jetzt aber keine Ahnung. Und dann komm. Das war wieder Kacke. Ich filme übrigens gerade auf meine Ersatzkamera, weil meine große habe ich verkauft. Und es ging schneller als gedacht. Ich wollte eine andere Kamera. 55D Nikon. Und okay, das war schon wieder alles. Die ist immer noch nicht abgeschickt worden, ne? Du. Es ist zum Kotzen, das hier. So, ja, noch ein Klebestreifen. Es scheint ein Kabel drin zu sein. Schauen wir mal, was das für ein Kabel ist. Und das ist das Auslösekabel für den Nikon 55. Ne? Na gut, das. Ne, ich habe die Kamera gerade nicht. Kacke, ne? So. Da sollte dann theoretisch Akku-Pack drin sein. Genau, die beiden Akkus sind drin. Was haben wir hier? Noch ein Kabel. Ne? Kälbchen. Ich sehe die Akkus gar nicht. So. Die können dahin. Und der Charger für zwei. Da kann man gleich zwei reinstecken. So, der Charger. Wieso rutschst du? Jetzt rutscht alles. Mann, du. Hört auf damit. Kann nicht wahr sein. Das habe ich jetzt schon wieder Kacke gebaut hier. Ja, ich habe Kacke gebaut. Mein Gott. So. Ja, jetzt ernsthaft? Das finde ich alles viel verarschen, echt. Kann nicht wahr sein. So Mühe gebe ich mir hier. Und dann fliegt hier alles. So. Mando, hol die Akkus da raus. Die haben hier noch die Schutzabdeckung jetzt drauf. Die lass mal. Bleib da. Ich habe zu gut geschliffen, glaube ich. Ich hätte weniger schleifen sollen. Ich glaube, ich muss nochmal aufrauen mit dem 80er. Schnecken! Ja. Okay. So, da haben wir Plastik-Kaladatsch. Dann haben wir hier. Ja, das ist dann einfach das Ladekabel. Ne? Da muss man bloß einen Stecker mit USB-Anschluss holen. Und dann ist alles gut. Und dann haben wir das Wichtigste eigentlich: den Slider One Pro Volume 1, den gibt es im Moment im Stockverkauf, also im Lagerabverkauf bei Edelkrone. Ich glaube 58% günstiger, ist extrem. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Ja, okay, so, machen wir es halt so auf, ne? Gut. Wir erheben die Kiste. Ja, also mittlerweile haben sie Schneckenrennen auch beendet, ne? Jetzt komm. Das Ding ist zu leicht. Scheiße. Jetzt hat. So, die Kartonpacker macht aber auf Zeiten. Na? Jo, was haben wir da? Da haben wir. Ja, verabschied dich einfach, ne? Rutsch da runter, ey. Imbusschlüssel. Geliefert in 2,5 und 3 mm. Ne, ist dabei enthalten. Gut, wunderbar. Dann holen wir mal das dufte Ding da raus. Und das hier ist er. Der Slider. Ist voll motorisiert und arschkalt. Der kam gerade mit UPS. Also da muss ich sagen, die waren auch richtig fix. Also ich habe das, keine Ahnung, am Sonntag bestellt und heides Mittwoch ist alles da. Also nicht schlecht, Herr Specht. Ja,
wofür ist das gute Stück, dass wenn ihr jetzt hier auf dem Stativ steht, dass ihr dann hin und her wandern könnt. Ja, dafür habe ich das geholt. Dass das dann eben gut läuft und jetzt sehe ich hier gerade, die Adapter passen nicht. Scheiße. Ich habe ein Viertel Zoll. Fuck. Kacke. Ist da jetzt kein Adapter dabei? Was ist da drin? Da ist noch was drin. Okay. Ich glaube aber eher, das ist für unten. Ja. Das ist ein Adapter für unten. Kacke. Okay, das ist jetzt schon wieder ein bisschen bescheiden hier jetzt gerade. Weil ich den jetzt halt im Endeffekt auch nicht verwenden kann. Ja, weil mein Stativ hat noch nicht ein Viertel Zoll. Das ist toll. Wir haben eine kleine Wasserwaage drin. Das ist auch schön. Na, die seht ihr hier. Ja, jetzt kann ich euch das aber relativ scheiße präsentieren. Kackt. Das sackt gerade ab. Okay. Nun gut, ich wollte euch nochmal mitteilen, dass das Ding da ist und dass ihr jetzt ganz tolle Aufnahmen gekriegt. Und sobald ich das alles hier gemanagt habe, bekommt ihr auch mal so die ersten Aufnahmen damit. Doof ist natürlich, ich kann das Ding nicht aufnehmen, wenn ich gerade aufnehme. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das mache, dass ich dann da euch die Bilder zeigen kann. Vor allem erstmal die neue Kamera, also doch mal. Das nervt. Gut, jetzt werde ich dann erstmal die Akkus hier laden. Ich bezweifle irgendwie, dass die voll sind. Das sind übrigens die LPE 6. Die werden da, könnt ihr mit dazu bestellen, mit dem Charger. Sind von Nikon. Also die Nikon-Batterien, passt eigentlich, ja, kaum mit arbeiten. Ja, sonst gibt es erstmal nicht viel zu sagen, denn, ja, wie schon gesagt, ohne Kamera ist halt doof, dass ich dann das... Ich kann es zwar draufschrauben, ne, draufschrauben kann ich ja auch nicht. Kann ich ihn vielleicht abschrauben? Probieren wir mal. Ich könnte ja eben mal kurz ins Manual reingucken, was wir da sehen. Ach, du sollst einen Stativkopf draufhauen. Ihr wollt mich verarschen. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Nö. Mann. Also ich glaube nicht, dass man den abschrauben kann. Ja, doch, man kann schon, aber ich bezweifle, dass dabei was rauskommt. Was uns hier ansatzweise hilft. Nee. Da kommt keine Schraube unten raus, also das ist keine Überschraube, sondern geht mit dem weiteren Gewinde nach innen rein. Ja, super. Dull. Klasse. Ich glaube, man jetzt gerade gar nicht. Aber wir werden sehen, was wir daraus machen, ne? Also, bis gleich. So, ich habe jetzt alles wieder zusammengerammt. Naja, das will ich jetzt erstmal machen. Ich kann ja nichts machen, ne? Ich kann meine Kamera nicht oben drauf packen. Bis sie mich so schon wieder ankotzt. Ich muss den Stativkopf drauf packen. Jetzt habe ich keinen Bock, den Stativkopf da zu demontieren. Gut, den Flex Tilthead habe ich jetzt auch schon bestellt. Das ist dann der Kopf von eben Edelkrone. Dass wir den da drauf stellen können. Ach, das nervt schon wieder. Gut, ist ja geplant, um eben so Projekt-Videos zu machen. So Regalporn, ne, wie ihr wollt. Ach Mann, ey. Das nervt jetzt gerade richtig. Ich liefere euch das Video mit dem, wie es funktioniert und so weiter, liefere ich euch noch nach. Ne? Bis dahin, ne? Hör auf da hinten so zueinander zu rundieren, du. Ich glaub's hier. Nur weil du Tischkreissäge bist, manchmal muss ich aufsehen, oder was? Oh, ich bloß die Fresse. Ne? Also dann, bis zum nächsten Mal.